Sie sind in der letzten oder vorletzten Woche vom Zorn des Ministerpräsidenten gestreift worden, der bemängelt hat, dass die Geschwindigkeit der Abschiebungen nicht zufriedenstellend ist. Da geistert so eine Zahl immer auch durch die Medien, dass angeblich 70.000 abschiebepflichtige Asylbewerber sich in Bayern aufhalten. Stimmt diese Zahl? Wie hoch ist die Zahl derer, die sagen, die sind eigentlich sozusagen laut Bescheid zur Abschiebung verpflichtet, oder wir sind da zur Abschiebung verpflichtet, kommen aber nicht nach, oder wir treffen sie nicht an, und, sie haben sich plötzlich krank gemeldet. Wie ist da die Praxis im Moment? Was 70.000 anbetrifft, weiß ich nicht, worauf sich diese Zahl beziehen soll. Ich kenne die Zahl 70.000, weiß aber jetzt nicht, in welchem Zusammenhang die gefallen ist. Ich kenne die Zahl 70.000 nur aus einer Ankündigung des neuen Chefs des Bundesamtes, Herrn Weise, der erwartet, dass das Bundesamt, aber das bezieht sich auf Bundesebene, in den nächsten Wochen, er hatte die Hoffnung, noch vor Weihnachten 70.000 Ablehnungsbescheide erlassen wird. Demgegenüber steht dann wahrscheinlich eine ähnlich große Zahl von Anerkennungsbescheiden. Aber das ist eine Zahl, die ich mal, die Herr Weise auch wiederholt, sowohl in meiner Anwesenheit wie auch in anderen Zusammenhängen gut geäußert hat. Ob das BAMF das dann tatsächlich schafft, weiß ich nicht. Sie können dann Runde rechnen, wie viel davon nach üblichen Schnitt auf uns entfallen würden. Das sind dann sicherlich auch nochmal auf jeden Fall über 10.000. Darauf stellen wir uns im Prinzip auch ein. Aber Sie haben, jetzt, Sie haben keine Übersicht von den schon jetzigen. Gibt es da keine Liste, da sage ich, so und so viele müssten innerhalb der nächsten 4 Wochen durch uns abgeschoben werden. Nein, solche Zahlen haben wir nicht. Es gibt Geduldete, es gibt solche, wo das noch offen ist. Die Zahlen sind natürlich ständig in Bewegung, weil angesichts dessen, wenn im Beispiel jetzt schon 12.000 in diesem Jahr ausgereist sind oder abgeschoben wurden, dann sehen Sie, dass das natürlich jede Woche in Bewegung ist. Das sind ja keine fixen Zahlen, sondern es kommt jede Woche welche dazu, weil das Bundesamt wieder einen Bescheid erlässt, und gleichzeitig bringen wir jede Woche welche außer Landes. Also ist das ständig in Bewegung. Ja, dazu kommt die Frage, dass in der Tat, das erwarten wir von den Kreisverwaltungsbehörden, auch die Frage von Duldungen immer wieder überprüft wird. Das sind manche Kreisverwaltungsbehörden fleißiger als die anderen. Es kann ja jemand vor 2 Jahren eine Duldung bekommen haben, und bei weiterer Überprüfung ist der Duldungsgrund vielleicht heute inzwischen entfallen. Es gibt aber ganz offensichtlich auch die ein oder andere Kreisverwaltungsbehörde, die das halt dann zunächst mal weglegt, wenn der eine erstmal eine Duldung hat und dergleichen mehr. All das wollen wir. Wir können ja nicht jeden Akt jedes Landratsamtes, jeder Stadt ständig überprüfen. Für die Zukunft werden wir das dadurch abstellen, dass das eben alles von den zentralen Ausländerbehörden unmittelbar übernommen wird und damit dann unmittelbar dort die Sachbehandlung stattfindet. Sebastian Kraft. Ja, es gab ja am 9. Oktober eine Kabinettssitzung, gab es eine Pressekonferenz hier mit Ihnen, ich glaube, Herr Seehofer war auch dabei. Herr Huber, da war so der Tenor, letzte Warnung an alle, vor allem an den Bund. Und seitdem sind 2,5 Wochen vergangen und so wirklich viel passiert scheint ja nicht zu sein. Wann wird denn mal ernst gemacht mit all den angekündigten Maßnahmen, Notwehr und so weiter? Ja, erledigen unseren Job, das, was wir auf Landesebene tun können. Zu dem, was sich im Moment in Österreich tut, habe ich mich gerade geäußert, und im Übrigen hat der Ministerpräsident sich ja auch schon klar geäußert, dass er hier jetzt, glaube ich, so habe ich das verstanden, ja, den nächsten Koalitionsgipfel das nochmal besprechen will. Aber ich kann aus meiner Sicht nur sagen, ja, lang ist die Geduld nicht mehr. Und dabei geht es letztendlich nicht um unsere Geduld, sondern es geht, ich sage das ganz deutlich, um die Frage, was dieses Land verkraftet und was mit der inneren Sicherheit unseres Landes vereinbar ist. Aufnahmestopp, das ist noch eine Option, die ja mal rumgegeistert ist, auch schon wieder eine Woche her.
Ich habe nicht die Absicht, darüber jetzt in der Öffentlichkeit Spekulationen anzustellen. Also ich glaube, der Ministerpräsident hat sich ja deutlich geeinigt, dass er geäußert, dass er an diesem Wochenende sich ganz besonders dieses Themas da annehmen möchte. Ich darf an der Stelle auch nochmal daran erinnern, dass vielen von den Dingen, die jetzt beschlossen worden sind, also ich denke an vom 24. September die Beschlüsse Länder mit der Bundesregierung, das, was wir als Paket im Landtag gehabt haben, all diese Dinge, die jetzt quasi in Umsetzung sind und ja auch erst wirken werden, wenn sie mal eine Zeit lang Zeit hatten zu wirken, waren vor 6, 8 Wochen noch nicht vorstellbar. Das heißt, wir sind dran, hier schrittweise die Dinge zu erreichen, dass es uns nicht schnell genug geht. Dafür haben Sie jetzt gerade Verständnis geäußert, wenn ich das so interpretieren darf. Und der Ministerpräsident hat gesagt, das will er an diesem Wochenende entscheiden. Montag will er nochmal seinen Vorstand dazu befragen. Und all diese Dinge wurden von den Medien ja auch schon wieder als Ultimatum tituliert. Also die Medien schreiben von einem Ultimatum und sie fragen uns, ja, und wann ist jetzt endlich Schluss? Also es beantwortet sich eigentlich selber. Wir sind daran, diese Dinge zu einem Punkt zu bringen, wo man sagt, so, jetzt muss wirklich was ganz Konkretes passieren, das eine Änderung der Situation herbeiführt. Ja, und was? Auto reden wir drüber. Respekt, so klar ist ja das nicht, was er gesagt hat. Das ist ja eher so schulhofmäßig. Ne? Also wenn du nicht, dann passiert was, aber er sagt nicht, was passiert. Dieser Vorgang wiederholt sich jetzt, wenn ich richtig aufgepasst habe, zum dritten Mal. Ne? Das genau. War die zitierte Kabinettssitzung, das war die Aussage Notwehr und jetzt wieder. Meine Frage, mein andersrum, haben Sie denn noch rechtsstaatliche Möglichkeiten zu reagieren oder müssen Sie sich dann Dinge überlegen, die möglicherweise genauso kritikabel sind wie das Verhalten der Österreicher zum Beispiel, einen Bus halt über die andere Ecke der grünen Grenze wieder zurückzufahren oder was auch gemutmaßt wird, den Bund vor die Tür fahren, egal ob es eine Kaserne oder das Kanzleramt ist oder was könnt euch denn da überhaupt so einfallen, um nicht die eigenen Prinzipien aufzugeben? Sie sprechen ja. Ja, oder auch den Herrn Herrmann. Ne? Herr Herrmann, wenn die Bundespolizei Leute durchlässt, dann können ja Sie nicht einen Meter dahinter am Flüchtling sagen, das ist ein illegaler Aufenthalt, wenn der legal unter den Augen der Bundespolizei eingereist ist. Also ich kann mir zwar viel vorstellen, aber ich weiß nicht, wie es gehen soll. Das ist also schon interessant. Typisch für uns ist, dass wir uns die Dinge ordentlich überlegen und die müssen auch sitzen. Da brauchen wir jetzt immer Dinge tun, die rechtlich vielleicht dann doch nicht dran stimmen. Aus diesem Grunde wollten wir uns heute nicht mit Mutmaßungen hier aufhalten, sondern das wird erhoben und dann verkündet. Bis dahin sollten wir alle Dinge sauber wägen, auf die Praktikabilität und aber auch auf die rechtliche Belastbarkeit prüfen. In der Phase sind wir gerade. Und wenn Sie vor 14 Tagen geglaubt hätten, dass die Bundesregierung hier Transitzonen gutheißt und wir uns einigen, sowas zu machen, dann hätten Sie mir das vor 14 Tagen auch nicht geglaubt. Und an der Stelle sind wir gerade, und jetzt muss halt die praktische Umsetzung auch sauber geprüft werden. Und wenn wir fertig sind, damit werden wir Sie in Kenntnis setzen. Aber es läuft in einem Haus. Ich hoffe, es ist. Ist so, wie du sagst. Herr Frank Herrmann, Sie haben die Zahlen aus den vergangenen 3 Tagen gesagt. Können Sie nochmal Stand jetzt sagen, wie viel Zeit Anfang September die Flüchtlinge über die Grenze aus Österreich gekommen sind insgesamt? Und zweite Frage, nochmal nachgehakt, was der Kollege Bachmeier schon mal gefragt hat. Ich komme da auf das vierte Ultimatum, wenn man jetzt noch 20 dazu zählt, dass da bis zum Wochenende was passieren soll. Können Sie uns mal erklären, was sozusagen dahinter steckt? Es drängt sich vielen Beobachtern der Verdacht auf, dass es sozusagen keine ernst gemeinte Drohung ist, weil da dann doch eh wieder nichts passiert, sondern dass es nur darum geht, irgendwie den Druck auf Berlin zu erhöhen. Das ist das, was viele da reindeuten. Würden Sie dem widersprechen wollen? Oder? Also zu dem ersten, wir haben so viele Statistiken, aber ich gehe mal von dem auf, was die
Polizei, Bayerische und Bundespolizei. Der Schwerpunkt hat sich ja verlagert seit vorher war es Schwerpunkt Landespolizei. Mit Einführung der Grenzkontrollen ist der Schwerpunkt auf die Bundespolizei übergegangen. Gehen wir davon aus, dass vom Anfang September, 5. September bis vorgestern, es eine Gesamtzahl von etwa 318.000 waren, die über die bayerischen Grenzen eingereist sind. Dann kommt der Regelzugang noch dazu. Dann kommt der Regelzugang dazu. Den Erstaufnahmeeinrichtungen liegt ungefähr bei 59.000. Und dann noch dazu kommen. In unseren Erstaufnahmeeinrichtungen. Die muss man dazu zählen. Was ist der Regelzugang? Also diejenigen, die jetzt von der Polizei zum Beispiel in die Erstaufnahme gebracht werden, oder die selber in